Tja, Bilderbuch wären fast ein offizielles Thema in der heutigen Sendung geworden. Deswegen habe ich gedacht, wir nehmen sie doch nochmal mit rein. Let Go, die Single, einer der zugänglichsten Songs dieses Albums, das glaube ich tatsächlich auch irgendwie nicht so das Hit-Album sein will, haben sie selber ja gesagt. Es gab im Vorfeld, also du warst glaube ich sehr dagegen, Bilderbuch zu besprechen. Sag doch gleich mal warum. Du hast ja ein bisschen was davon gehört, Jan. Ja, weil das alles, das ist halt alles wieder irgendwie so völlig unernsthaft zusammengebastelt, so irgendwie so, so ein ganz komisch, postironisches, wir sind die geilsten Typen aller Zeiten und kollagieren uns jetzt mal irgend so ein Zeug zusammen und hauen irgendwie noch ein bisschen Autotune drüber und dann ist das gut. Damit kriegt man dich nicht so. Damit kriegt man mich absolut überhaupt nicht. Also ja, ich find es halt, also man kann das vielleicht als spielerisch oder so bezeichnen, aber ich würde halt eher sagen, völlig konzeptlos. Na, ich glaube, das Konzept, also wie gesagt, ich habe ja ein Interview mal gelesen, jetzt zu dem Album, wo sie auch nochmal klar gesagt haben, dass sie halt bewusst, das kann man natürlich dann immer so sagen, aber ich glaube, ich nehme ihnen das schon ab, dass sie keine Lust hatten, Hits zu machen, Pop-Songs, die so richtig, ne, konzise sind, was sie, nehmen wir einfach mal an, wahrscheinlich immer noch könnten, sondern dass sie lieber so ein Album machen, was halt mehr wie ein, also das halt wirklich eigentlich nur aus Albumtracks besteht. Das halt mehr so aus, ja, wir experimentieren ein bisschen rum, wir zeigen, dass wir gute Musiker sind und das merkt man. Also du bist ja, glaube ich, auch auf hohem Niveau enttäuscht, hast du gesagt irgendwie, ne? Ja, natürlich. Also ich habe sie live gesehen jetzt bei der letzten Tour und das war ein wahnsinnig gutes Konzert, bei dem man eben nochmal gemerkt hat, wie gut die wirklich sind als Musiker. Aber das war auf der Bühne tatsächlich das war halt, irgendwann haben sie ironisch gesagt, die Zukunft des Rock'n'Roll und das war tatsächlich glaubwürdig. Also die haben Rock'n'Roll gemacht auf der Bühne und nicht so ein Meta-Gegniedel. Und das nervt mich tatsächlich auch. Ich bin jetzt gespannt aufs nächste Konzert, mal gucken, ob sie da das Album spielen oder eigentlich wieder was ganz anderes. Ich denke schon, dass die Stücke daraus auf jeden Fall, das sind ja sogar zwei Alben, Mea Culpa war ja noch der Vorgänger. Also da wird sicherlich vorkommen. Die Frage ist halt, wie das Konzert als Ganzes dann erlebbar ist. Hast du noch eine Meinung zu? Ja, sicherlich. Ich bin genau dagegen der anderen Meinung. Stefan Golisch, unser ich finde das ein ganz grandioses Album, das wunderbar, herrlich, ironisch mit Bubblegum-Pop, mit Yachtrock spielt. Das ist eine großartige Band, das ist nicht, ich finde sie sehr homogen. Aus den einzelnen Teilen zusammengesetzt und wirklich sehr, sehr interessant. Allein die Gitarre ist irre, allein schon ein Highlight für sich, wie der Ansatz der Gitarre, die solche Gniedel, Gitarren-Soli, wie sie eigentlich nicht mehr hip sind und einfach auch nicht mehr eingesetzt werden. Also halt das alles zu verbinden. Du musst sie gut machen und er macht sie gut, ne? Das muss man einfach mal sagen. Und er spielt richtig, also wie auf Peter Frampton-Platten. Aber das alles wirklich natürlich mit der Distanz von Wiener Hipstern, die natürlich das Ganze schon sehr, sehr ironisch betrachten. Mhm. Aber es ist nah am Original, aber so leicht, ne? Merkt man. Nervt dich diese Distanz nicht? Nee, weil sie sind schon juicy. Also die sind, da ist schon was Saftiges dran. Also das ist schon sehr, sehr gekonnt gemacht. Also ich finde es auch nicht gekünstelt. Und Autotune, also der Autotune habe ich jetzt auch nicht so rausgehört, sondern eigentlich eher so Vocoder-Spielereien. Autotune ist, glaube ich, auch dabei. Ja, aber wahrscheinlich. Ne? Aber im Großen und Ganzen finde ich das recht spinnig, stimmig. Und ja. Beides. Naja, also ich bin da auch so. Also ich würde auch, ich bin ja auch, ich find's trotzdem gut, aber ich glaube, ich würde mir wahrscheinlich wünschen, dass sie noch, ich hätte mir wahrscheinlich noch mehr sowas wie Schickschock gewünscht, grundsätzlich wahrscheinlich, aber finde die Entwicklung immerhin interessant und höre es mir gerne an, das ist bei mir auch so. Aber gut, es ist ja auch kein offizielles Thema, deswegen wollte ich es jetzt nur mal an den Anfang stellen. Und es sind ja auch keine Frauen und jetzt kommen wir tatsächlich, wie schon versprochen, jetzt kommen Frauen.